Herzlich willkommen. Ihnen einen schönen guten Abend. Hier ist Ihr Regionalmagazin Sachsen-Anhalt heute und Sie sitzen jetzt hoffentlich in der warmen Stube. Eiseskälte macht sich da draußen breit. Wir liefern Ihnen das Neueste vom Tag jetzt direkt ins Haus. Ja, liebe Ehemänner kratzen ihren Frauen morgens die Autoscheiben frei. Viele ziehen ihre Kinder mit dem Schlitten zum Kindergarten oder zur Schule. Endlich Winter, endlich Schnee. Darüber freuen sich viele. Auch die Autobahnen, die sind gut in Schuss. Der Winterdienst macht seinen Job gut. Und wir hatten ja schon gedacht, die vierte Jahreszeit, die zieht einfach weiter. Aber nein, denkst du, jetzt machen Frau Holle und Väterchen Frost noch mal eine richtig große Party. Bronze entstehen. Doch vorher die aktuellen Themen aus Sachsen-Anhalt in den Kurznachrichten. Ruheplatz und Inspiration. Das ist das, was sich jeder Künstler für seine Arbeit wünscht. Und das ist ein Grund dafür, dass immer mehr Künstler die Stadt verlassen und aufs Land ziehen. Rund um Halle, da haben sich viele niedergelassen, die ehemals an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein studiert haben. Steffen Arendt, ja, da sind wir. Hallo Herr Reichel, wie schön, dass Sie jetzt auch Sachsen-Anhalt heute sehen können. Aber falls Ihre Nachbarn oder Freunde uns noch nicht sehen, dann wollen wir jetzt weitere Fragen beantworten. Und dazu ist uns jetzt in Leipzig. Tja, Made in Sachsen-Anhalt ist auch guter Fußball. Und damit das so bleibt, sind unsere Jungs in der Wintervorbereitung aber nicht hierzulande, sondern zumeist in wärmeren Gefilden. Und so zog es beispielsweise den HFC in die Türkei ins Trainingslager. Die Regionalliga-Kicker von Germania Halberstadt sind allerdings zu Hause geblieben. Sie schwitzten 2-3 Mal am Tag auf dem Fußballplatz. Nur eine Ausnahme gab es, und zwar am Wochenende. Da besuchten sie ein Fitnesscenter in der Nähe von Braunschweig für ein Kurztrainingslager der besonderen Art. Tja, Uwe Krause aus Naumburg weiß auch, wie es geht. Wie sonst hätte er für dieses schöne Foto. Je frostiger der Januar, je freundlicher das ganze Jahr. Das sagt der Bauernkalender. Ja, und so gesehen sind die Aussichten für diese Woche gar nicht so schlecht, Susanne. Wie frostig wird es denn werden? Ganz herzlichen Dank, Susanne Langhans, für diese Aussichten. Ja, wir freuen uns morgen auf Sie, 19 Uhr hier bei Sachsen-Anhalt heute. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Packen Sie sich gut ein, denn heute Nacht wird es kalt. Tschüss, bis morgen.